Willkommen zur heutigen News-For-You-Ausgabe. Top-Film-News. Avatar 2. Regisseur James Cameron hat sich zum Status des nächsten Films in der Avatar-Reihe geäußert. Er erklärt, dass trotz mehrerer Verschiebungen der Streifen im Dezember 2021 in die Kinos kommt. Aktuell befinden sich 4 Filme zu Avatar in der Arbeit. Die erste Fortsetzung des Kinohits aus dem Jahr 2009 soll im Dezember, wie gesagt, 2021 erscheinen. Nun äußerte sich Regisseur James Cameron zum Mammutprojekt. Von 2013 bis jetzt haben wir hauptsächlich die ganze Welt mit 4 neuen Filmen gestaltet. Wir haben für alle 4 Filme Drehbücher geschrieben und fertiggestellt. Wir haben die Rollen besetzt und haben für Film 2 und 3 sowie für einen Teil von Film Nummer 4 die Motion Capture Aufnahmen gemacht. Wir sind größtenteils mit der Live-Action fertig. Im Frühjahr bin ich noch für ein paar Monate in Neuseeland, also befinden wir auf gutem Kurs, das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben. Weiter erklärt er, die Leute verstehen den Umfang und die Komplexität des Prozesses nicht wirklich. Es ist, als würde man 2,5 große Animationsfilme machen. Ein typischer großer Animationsfilm dauert ungefähr 4 Jahre. Wenn man also nachrechnet, liegen wir für Dezember 2021 ziemlich genau im Zeitplan. Die Avatar-Reihe soll uns noch eine ganze Weile begleiten. Während Avatar 2 am 18. Dezember 2021 startet, ist Avatar 3 für den 22. Dezember 2023 geplant. Avatar 4 soll am 19. Dezember 2025 folgen und Avatar 5 schließlich hat einen Kinoterminstart am 17. Dezember 2027. Kurz News! Star Trek! Paramount entwickelt derzeit gleich 2 Kinofilme im Star Trek-Universum. Einer davon dürfte Star Trek 4 mit Chris Pine sein. Ob etwa Quentin Tarantinos geplanter Film dazugehört, das werden wir wohl leider erst später erfahren. Herr der Ringe-Serie. Die walisische Schauspielerin Moifit Clark stellt die jüngere Ausgabe der Elben dar und tritt damit in die Fußstapfen von Hollywood-Star Cate Blanchett als Galadriel aus den Filmen Der Herr der Ringe und Der Hobbit. Top Gaming News! Elex 2. Auf Steam könnt ihr seit kurzem ganz unerwartet ein Remake des ersten Gothic anspielen. Das wird allerdings nicht vom Entwickler des Originals Piranha Bytes entwickelt, sondern von THQ. Was macht Piranha Bytes also derzeit? Wie das Team auf Twitter erklärt, bereiten sie sich auf die Ankündigung eines Rollenspiels vor. Und das wird den bisherigen Informationen nach Elex 2. Auf Twitter heißt es von der Spieleschmiede, dass man derzeit an einem neuen Rollenspiel arbeitet und die Vorstellung aktuell für das Jahr 2020 geplant ist. Weitere Informationen zu den kommenden Titeln nennen sie nicht. Dass es sich bei dem Projekt mit großer Wahrscheinlichkeit um Elex 2 handelt, geht aus einem Fördermittelantrag aus dem Jahr 2017 hervor. Noch während sich Teil 1 in Entwicklung befand, bestätigte die EU, dass Piranha Bytes 150.000 Euro für die Entwicklung von Elex 2 erhält. Kurz News! Horizon Zero Dawn. Ab dem 2. Januar 2020 werden PC-Spieler erstmals die Möglichkeit haben, mit Horizon Zero Dawn einen der besten PS4-Exklusivtitel auf dem PC zu erleben. Das Ganze via Sony Streaming Service PS Now. Allerdings nur für kurze Zeit. Resident Evil 3. Via Steam Shop gibt Capcom die minimalen Systemanforderungen für das Remake von Resident Evil 3 bekannt. 6 Jahre alte Spielehardware reicht demnach aus. Top Technik News. Nintendo PlayStation. Passionierte Spielesammler können in Kürze bei einer Auktion von Heritage Auctions einen besonders seltenen Konsolenprototyp ersteigern. Ein Exemplar der sogenannten Nintendo PlayStation sucht Anfang nächsten Jahres einen neuen Besitzer, wie Kotaku berichtet. Das Gerät, das sich im Besitz des US-Amerikaners Terry Diebold befindet, gilt als einziges erhaltenes Exemplar des Prototyps eines Super Nintendos mit CD-Laufwerk, der im Rahmen einer begonnenen, aber letztlich doch wieder beendeten Zusammenarbeit zwischen Nintendo und Sony entstand. Diebold lehnte eigenen Angaben zufolge bereits das Kaufangebot eines Norwegers über 1,2 Millionen US-Dollar mit der Begründung ab, dass aufgrund von Steuern, dem Teilen mit seinem Sohn und dem Begleichen all seiner Schulden praktisch nichts übrig bleiben würde. Kurz News: Cao Xin. China holt technologisch auf und will den internationalen Konkurrenz mittelfristig auf Augenhöhe begegnen. Die Prozessoren der Shaoxin KX7000-Reihe könnten einen großen Schritt dahin bedeuten. Intel.
direkt 7 Nanometer statt 10 Nanometer. Intel dementiert die Gerüchte und bestätigt gleichzeitig mehrere 10 Nanometer Iterationen. Das war die heutige News for You Ausgabe. Euch ein tolles Wochenende. Schöne Festtage. Lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bin ich raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von netgaming.tv. Bye, bye.